Viele Grüße aus Alta in Nordnorwegen bei minus 8 Grad und hier mitten in der Polarnacht. Hinter mir liegt die Otto Sverdrup. Mit dem Schiff bin ich auf Winterreise hier zum Nordkap unterwegs. Ganz besondere Bedingungen und in diesem Video möchte ich euch gerne das Schiff einmal vorstellen. Die Halle ist der Otto Sverdrup von Hurtigruten. Ich bin euer Kreuzfahrturlauber Fabian und herzlich willkommen zu diesem Video. 2002 wurde das Schiff in Dienst gestellt, 2020 umfangreich und wirklich umfangreich renoviert. 138 Meter lang, Platz für um die 530 Passagiere. Und ich bin jetzt hier auf der letzten Route für Hurtigruten Expeditions unterwegs. Das Schiff wird jetzt ab Januar 2024 für Hurtigruten Norwegen unterwegs sein. Was sich da im Detail ändert, das kann ich jetzt so genau noch nicht sagen. Aber was ich weiß, dass das Schiff so bleibt, wie es ist. Also die Hardware bleibt bestehen und dementsprechend zeige ich euch gerne einmal die Highlights im Rundgang. Viel Spaß! Beginnen wir den Rundgang ganz vorne und ganz oben auf dem Schiff und arbeiten uns langsam hinunter. Auf Deck 8 ganz vorne befindet sich nämlich die Explorer Bar. Das ist die schönste Bar an Bord mit dem besten Ausblick auf diesem Schiff, denn hier ist man wirklich mit Kapitänsblick unterwegs. Und das ist auch gerade interessant auf der norwegischen Innenpassage, die Otto Sverdrup fährt. Währenddessen die großen Schiffe draußen vor der Küste fahren, ist die Otto Sverdrup eigentlich immer mittendrin. Das heißt, viele interessante Passagen, viele Brückenpassagen, die man hier auch mal, wenn es kälter, windiger oder sogar regnet, sollte, gut beobachten kann. Man ist hier wetterunabhängig und sitzt natürlich gerade in den bequemen Ledersesseln in der ersten Reihe an der Fensterfront besonders gut und auch dahinter gibt es moderne und bequeme Möbel, aus denen man den Ausblick genießen kann. Hier, das wäre eigentlich auch ein Ort, wo ganz gut Abendunterhaltung vielleicht mal von einem Musiker stattfinden könnte. Hat auf meiner Reise nicht stattgefunden, es war also auch abends eher ruhig, aber ansonsten ist es ein toller Ort, wo es auch noch eine Bar gibt und von den Barpreisen her würde ich sagen, durchschnittlich für ein deutsches Kreuzfahrtschiff und unterdurchschnittlich für norwegische Preise, die man sonst an Land irgendwo in den Bars bezahlen würde. Ein Deck weiter unten am Heck des Schiffes auf Deck 7. Dort befindet sich der Pool, umgeben von zwei Whirlpools. Die sind angenehm beheizt, auch zur Winterzeit. Der große Pool, der mich von der Größe wirklich positiv überrascht hat, der ist jetzt auf so einer Winterkreuzfahrt bei starken Minustemperaturen geschlossen. Das würde wenig Sinn machen, aber die Whirlpools sind auch zur Winterzeit sehr wohltuend. Wenn man durchgefroren ist, tut das mal ganz gut, sich in einen Hot Tub zu setzen, also in einen warmen Whirlpool. Auf der Backbordseite, wenn wir weiter zur Mitte gehen, da kommen wir zum Fitnessraum. Das ist schön gestaltet. Moderne Geräte, genügend Platz für die Anzahl der Gäste von etwa maximal 500 Gästen ist das, denke ich mal, vollkommen ausreichend. Hier gibt es auch große Fensterfronten für den Blick nach draußen auf das Meer oder eben die norwegische Landschaft, kostenfrei zu benutzen das Ganze. Und gegenüberliegend auf der Steuerbordseite befindet sich der Wellnessbereich. Hier kann man Anwendungen buchen, sich verwöhnen lassen oder auch die kostenfreie Sauna nutzen, die im Reisepreis enthalten ist. Mit Meerblick ebenfalls auf der anderen Seite des Schiffes und was man hier vergeblich sucht, sind Entspannungsbereiche. Also liegen gibt es nicht. Man kann die Sauna benutzen, sich kurz aufwärmen, aber man sollte dort jetzt keinen großen Entspannungsbereich erwarten. Die Sauna war auf meiner Reise leider defekt, sollte aber zeitnah repariert werden. Bin also zuversichtlich, dass das bald wieder funktionieren wird. Weiter in der Mitte auf Deck 7 befindet sich das Fredheim Restaurant und jetzt kommen wir langsam zum kulinarischen Teil der Otto Sverdrup. Das ist eines von drei Restaurants hier an Bord und man könnte sagen so das Grillrestaurant an Bord. Ab 11 Uhr dann auch ganztägig geöffnet und ja, hier gibt es den ganzen Tag Klassiker wie zum Beispiel Lachsfilet, Steaks oder auch Burger. Vegetarische Alternativen gibt es hier natürlich auch und es ist also eine Möglichkeit für den Hunger zwischendurch oder auch als Grillalternative zu den Hauptmahlzeiten. Falls die Speisekarte mal nichts für einen parat hat, dann findet man hier im Fredheim eigentlich immer Klassiker, die man mag und ja, tagsüber auch immer ein schöner Ort, um sich mal aufzuhalten. Wo ich den Appetit gerade schon angeregt habe, geht es natürlich auch mit der kulinarischen Vielfalt weiter. Gehen wir mal runter auf Deck 4. Ganz im Heck des Schiffes befindet sich das Aune Restaurant. Das ist das Hauptrestaurant hier an Bord und hat geöffnet zur Frühstück-, Mittags- und Abendszeit. Frühstück und Mittag werden in Buffetform angeboten. Abendessen wird meistens am Platz serviert. Es gab auch Ausnahmen, wie zum Beispiel ein norwegisches Buffet während der Reise. Aber ansonsten vom Design her ausgesprochen schick, wie ich finde. Ich bin der Meinung, man merkt nicht, dass man hier auf einem Schiff aus dem Jahr 2002 ist. Das hat man also umfangreich modernisiert und der kulinarische Aspekt während der Reise, der hat mich auf diesem Schiff hier ganz besonders positiv überrascht. Auch im Aune-Restaurant, dem Hauptrestaurant hier an Bord. In der Mitte befindet sich noch das Lindström. Das ist das Restaurant für Suitengäste, das dann eben, wenn man eine Suite gebucht hat, auch im Reisepreis enthalten ist. Alle anderen Gäste können dieses Restaurant dann auch für 25 Euro pro Person reservieren und sich dort mal einen ganz besonderen Abend gönnen. Die Auswahl der Speisen, das Ambiente und auch der Service ist dann nochmal eine Stufe höher. Aber ansonsten hat man hier in allen drei Restaurants wirklich eine gute Qualität, wie ich finde. Man kann in allen Restaurants gut speisen.
Und ganz vorne auf Deck 4, dort befindet sich das Science Center. Im Wesentlichen besteht das aus dem Vortragsraum, wo natürlich die ganzen Vorträge über Norwegen, über die Tierwelt, über all das, was wir an Land erleben können, auch schon vorbereitend hier an Bord einmal erklärt bekommen. Darüber hinaus befinden sich hier Mikroskope und auch einfach Bereiche, wo man sich hinsetzen kann, zum Beispiel auch mit der Crew sich unterhalten kann, um die ganzen Exkursionen, die Abenteuer an Land vorzubereiten, zu planen, zu besprechen und das Ganze dann eben entsprechend umzusetzen. Auf meiner Reise, auf der letzten Expeditionsreise, gab es hier ein Expeditionsteam. Was das jetzt bedeutet, dieser Bereich, wenn das Schiff jetzt für Hurtigruten Norwegen unterwegs ist, kann ich so im Detail eben nicht sagen. Aber ich kann sagen, es ist ein schöner Bereich, alles sehr schick und modern gestaltet. Auch hier so mit offenen Decken, das habe ich tatsächlich auf einem Schiff noch nie gesehen. Es ist sehr modern und entsprechend hat man das hier einfach modern gestaltet. Zu guter Letzt möchte ich euch noch meinen Lieblingsbereich vorstellen und das betrifft eigentlich das gesamte Aussichtsdeck auf Deck 5. Und das Stichwort Aussicht ist wirklich relevant in Norwegen. Ich hatte euch schon erzählt, dass es immer viel zu sehen gibt und das sind nicht nur die Landschaften. Dabei geht es auch um Wale, zum Beispiel zur Winterzeit in der Fjordwelt. Wir haben Buckelwale hier gesehen, wir haben Polarlichter gesehen und das geht zum Beispiel auch ganz vorne auf Deck 5 auf dem Aussichtsdeck sehr gut, denn hier ist es immer am dunkelsten, denn es befindet sich noch vor der Brücke und es gibt ein paar Schiffe, da ist es auch möglich zum Bug zu gehen. Meistens sind es aber eher engere Bereiche, wo nicht so viele Gäste gleichzeitig hin können. Hier auf der Otto Sverdrup kann fast das ganze Schiff vorne aufs Aussichtsdeck und wenn dann Polarlichter nachts angekündigt werden oder Wale vor dem Bug sind, dann wird es hier auch etwas voller. Aber es ist so, dass hier wirklich viele Menschen Platz finden und dass man hier auch die Reling hat, um sich festzuhalten, wenn es mal ein bisschen mehr schaukelt etc. Also das ist mein persönlicher Lieblingsbereich hier an Bord, der Otto Sverdrup, ganz vorne am Bug auf Deck 5. Das waren die Highlights der Otto Sverdrup für euch einmal im Rundgang. Es ist ein spezielles Schiff. Es ist eben ein Schiff der Hurtigruten, viele Jahre als Postschiff unterwegs gewesen, jetzt umgerüstet eher so für den Kreuzfahrtbetrieb hier entlang der norwegischen Küste. Die Kabinen sind ziemlich klein, aber ansonsten die öffentlichen Bereiche durchaus schick und ideal, um hier Norwegen zu erkunden. Man ist viel draußen, es geht um die Natur, um die Destination und ich glaube, das kann Hurtigruten eben ganz besonders gut. Viele Grüße, schön, dass ihr mit dabei wart. Abonniert gerne den Kanal Kreuzfahrt Oliver Fabian. Danke fürs Zuschauen und bis ganz bald. We'll be right back.